Hallo ihr Lieben, heute geht es um einen Beruf, was in den letzten Monaten, ich glaube, schon 50.000 Mal in die Kamera gehalten wurde. Aber da ich mich so auf dieses Buch gefreut habe, wollte ich jetzt auch nochmal meinen Senf dazu abgeben. Und zwar geht es um ein plötzlicher Todesfall von J.K. Rowling. Und ja, ich habe dieses Buch zu meinem Geburtstag bekommen. Und es tut mir leid, dass ich keinen Geburtstagshaul gemacht habe. Aber das war das einzige Buch, was ich an meinem Geburtstag bekommen habe. Und ich habe mir auch kein anderes gekauft. Von daher, ich habe die Ausgabe, die ich gerne haben wollte, und jetzt gibt es meine Rezension. Ich weiß nicht, ob euch der Inhalt überhaupt noch interessiert, weil die meisten wissen wahrscheinlich schon, worum es geht, aber zur Vollständigkeit mache ich es dann jetzt nochmal. In diesem Buch geht es um die Kleinstadt Pegford, die sich in England befindet. Und in Pegford ist Barry Fairbrother ziemlich jung gestorben. Er hat eine Familie hinterlassen, eine Frau und Kinder. Außerdem hat er viele Freunde, aber auch Feinde hinterlassen. Und am allerwichtigsten, er war Mitglied des Gemeinderates und dort ist nun ein freier Platz. Und sowohl seine Freunde als auch seine Feinde kämpfen darum, sich diesen Platz zu ergattern. Im Prinzip geht es in diesem Buch darum, ja, um diesen Kampf, um diesen Gemeinderatsplatz herum ist halt eine Geschichte aufgebaut, wo wir diese ganzen verschiedenen Charaktere in dieser Kleinstadt kennenlernen, die Konflikte, die dort herrschen. Und es ist schon sehr ernst. Also es sind keine oberflächlichen, lustigen Dinge, sondern es ist schon sehr tiefgreifend und ja, sehr krasse Sachen, die dort teilweise auch angeschnitten werden. Ich fand das so dermaßen mutig von J.K. Rowling, dass sie dieses Buch geschrieben hat. Ich glaube, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, nach Harry Potter, ich hätte mich nicht getraut, irgendwas zu veröffentlichen, weil ich meine, sie kann Harry Potter nicht toppen. Es geht einfach nicht. Und ich habe mir, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich glaube, ich habe mir fast jedes Interview, was ich auf YouTube finden konnte, mit ihr angesehen. Und sie hat wirklich auch in Interviews gesagt, sie weiß das und sie will auch nicht irgendwie daran anknüpfen, sie will was komplett anderes machen. Und genau das hat sie getan. Dieses Buch ist so das komplette Gegenteil von Harry Potter. Und ich finde es so mutig von ihr und ich finde es so gut, dass sie es gemacht hat. Und ich wollte das einfach nur mal loswerden, dass ich allein das schon total bewundernswert finde. Ich liebe ihren Schreibstil. Ich kann einfach nichts dran tun. Selbst obwohl die Geschichte so anders ist, erkennt man sie ja trotzdem darin wieder und man muss natürlich automatisch an Harry Potter denken. Und ja, einfach, ich mag ihre Art, wie sie schreibt und wie sie Charaktere, wie sie die zum Leben erweckt und wie sie so eine, ja, Atmosphäre irgendwie schaffen kann. Ich finde es einfach nur toll. Ich liebe es, ihre Geschichten zu lesen. Sie hat ein sehr krass realistisches Bild gezeichnet. Wie gesagt, es sind sehr tiefgründige Probleme und man hat wirklich das Gefühl, sie hat sich damit beschäftigt und sie weiß, worüber sie schreibt. Also es wirkte nicht wie jemand Außenstehendes, der sagt, oh, das ist jetzt aber ein Thema, über das ich gerne mal schreiben möchte, aber eigentlich weiß ich überhaupt nichts darüber. Man hatte wirklich das Gefühl, sie weiß, worüber sie schreibt und sie hat sich wirklich Mühe gegeben, das alles so realistisch wie möglich zu beschreiben. Sie hat unglaublich viele verschiedene Themen genommen und hat die in diese Geschichte reingepackt und normalerweise stört mich das an Büchern, weil ich es nicht haben kann, wenn so viele verschiedene Sachen durcheinander gewürfelt werden und der Autor, ja, behandelt kein Thema wirklich intensiv. Sie hat es aber irgendwie geschafft, so viele verschiedene Aspekte so gut zu kombinieren und jeden einzelnen Aspekt einfach so vollkommen, ja, zu erforschen und zu beschreiben und man hat so viel darüber gelesen und es war einfach, es hat in diesem Buch einfach alles so gut gepasst und das hat mich, ich finde es bewundernswert. Ich finde, sie ist eine wundervolle Autorin und ich finde, so ein Buch kann nicht jeder schreiben. Also mich hat es total beeindruckt. Es ist schon sehr schwierig, dieses Buch. Also dadurch, dass so viele Probleme angesprochen werden und einfach auch viele Dinge, wo man selber gar nicht weiß, wie man dazu steht. Also man liest über eine Situation und im ersten Moment denkt man sich, ja, ich würde das jetzt so und so machen oder man hat sich eine Meinung darüber gebildet, aber im Laufe des Buches merkt man, das ist nicht so schwarz-weiß. Also man weiß dann nicht so, ja, was hätte ich denn jetzt überhaupt gemacht? Und man sieht dann andere Perspektiven und es ist schon schwierig. Es ist keine leichte Literatur, es ist auch ein ziemlich dicker Schinken. Von daher, ja, sollte man nicht erwarten, dass das so ein locker leichter Sonntagnachmittags, ein locker leichtes Sonntagnachmittagsbuch ist, sondern es ist wirklich was, wo man,
sich auch länger mit beschäftigen kann und was wirklich zum Denken anregt. Und es ist, ich habe das jetzt in dieser Negativsektion und es ist eigentlich nichts Negatives, aber es ist halt, ja, es ist ein schweres Thema und das sollte man vorher wissen, damit man nicht zu negativ überrascht davon ist. Ich fand das ein super tolles Buch. Ich war total begeistert. Ich liebe diese Frau. Ich bewundere es, dass sie den Mumm hatte, dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Ich finde, es ist ihr sehr gut gelungen. Klar darf man nicht versuchen, es irgendwie mit Harry Potter zu vergleichen. Wobei natürlich bei ihrem Namen kommt automatisch Harry Potter ins Gedächtnis. Und es ist einfach was vollkommen anderes. Und ich kann auch die Kritik verstehen. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, nee, das ist nichts. Das ist irgendwie zu langweilig oder keine Ahnung, ist mir zu negativ alles. Ich fand, es war aber wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Ich finde, sie hat unglaubliche Arbeit geleistet. Ich bewundere es sehr. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dieses Buch muss ich unbedingt wiederlesen. Also Harry Potter lese ich normalerweise einmal im Jahr. Werde ich bei diesem Buch bestimmt nicht machen. Aber ich fand, es war trotzdem ein total gutes Buch. Und ich liebe diese Frau einfach. Und ich denke absolut nicht weniger, sondern noch viel mehr von ihr, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Ja, und ich war einfach nur begeistert und ich habe mir bis jetzt immer noch keine Rezensionen angeguckt. Habe ich ja vorher nicht, weil ich absolut nichts darüber wissen wollte. Habe ich bis jetzt immer noch nicht, weil jetzt habe ich irgendwie mit dem Buch schon wieder abgeschlossen. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, was ihr davon haltet. Wollt ihr es lesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt? Was war eure Meinung dazu, falls ihr es gelesen habt? Würde mich freuen, wenn ihr was da lassen würdet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!